Mit WoW Patch 5.3 gibt es natürlich die ganzen interessanten Quests rund um Vol'jin. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, bekommt ihr von Chen eine Quest, der alte Seher. Und er sagt hier, das, was hier so vor sich geht, das kann alles nicht im Sinne der Leute sein, die in Pandaria wohnen. Gehen wir doch einfach mal, oder geh mal los und such einen Seher, Hao Famro heißt der, und befrag ihn mal, was denn beispielsweise der alte Kaiser Shao Hao dazu sagen würde, weil er ist ein totaler Experte auf dem Gebiet. Ja, im Zuge der Questreihe erfährt man dann auch, warum er ein totaler Experte auf diesem Gebiet ist. Ist eine kleine, ganz nett gemachte Questreihe. Da ist auch relativ viel Sprachausgabe für die Hintergrunderzählung dabei. Allerdings immer zwischendurch, da quatschen wir jetzt drüber. Wollen ja auch nicht gleich alles zeigen. Am Schluss gibt es aber noch einen kompletten Monolog, einen längeren, den lassen wir dann im O-Ton laufen. Ja, eure Aufgabe ist es, den Seher auf die Spitze des Nimalaya zu begleiten, beziehungsweise zu diesem einen Punkt, wo ihr schon mal ja euch beschäftigt habt. Dort solltet ihr ja schon mal jemanden hinbegleiten. Das heißt, ihr habt da dieses Seil und da hängt der dran. Damit helft ihr ihm dann hochzusteigen. Allerdings müsst ihr vorher ein paar Gegner aus dem Weg räumen. Das sind hier diese Kristallwesen. Die sind jetzt nicht sonderlich stark, relativ schnell zu besiegen. Schubsen einen manchmal ein bisschen zurück. Viel wichtiger ist allerdings, wenn man sie umbringt, hinterlassen sie den Buff in C4 auf euren Charakter. Das heißt, ihr klingt jetzt da das Seil heran und lauft zurück zu dem Seher, denn wenn ihr diesen C4-Buff habt, dann läuft er schneller. Ja, wie man das als guter Zivildienstleistender macht, hilft man den alten Menschen, etwas schneller, zügiger voranzukommen. Ja, die Idee dahinter ist eben, dass man ihn quasi den Berg hochträgt, aber der eigene Charakter trägt ihn eben nicht. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen komisch aussehen und mit Kämpfen dann auch für Nahkämpfe irgendwie ein bisschen schwierig werden. Ja. Deshalb eben darüber gelöst, dass man ihn quasi an dem Seil hinterherzieht oder ihm ermöglicht, sich über das Seil hochzuziehen. Nebenbei toben da auch noch Winde. Das kennt man ja auch schon aus einer Quest in den Gipfeln hier. Muss man also so ein bisschen aufpassen, da nicht irgendwo runtergeschubst zu werden, während man da selber hochläuft. Ja. Und dann bei jedem dieser Hölzer, wo ihr dann das Seil anbindet, erzählt er euch dann ein bisschen was. Dass er voller Hoffnung ist zum Beispiel. Übrigens ist er auch voller Liebe, erzählt er auch. Also er bewundert euch für eure Geduld und für eure Stärke, weil es lässt sich natürlich nicht jeder Held dazu hinab, einen Pandaren im Berg aufzutragen. Ja, und im Verlauf dieser Quest und seiner Erzählung wird eben immer deutlicher, irgendwie klingt das alles so ein bisschen wie was, was auch Shao Hao sagen würde oder was der Kaiser damals durchgemacht hat, weil Shao Hao als letzter Kaiser Pandarias war ja der, der die Kämpfe gegen das Scha begonnen hat oder begonnen hat, das Scha zu verbannen, indem er sich auch selber von negativen Emotionen befreite. Mhm. Und er ist ja auch im Rahmen dessen auf den Himalaya gestiegen, um dort dann eins zu werden mit Pandaria. So, da haben wir noch den letzten Pfosten oder den vorletzten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da sieht man noch mal gerade den C4-Buff. Angst kann uns zu furchtbaren Taten treiben. Ah, doch habt ihr ebenfalls gelernt, stets Mut zu fassen. Ja, im Prinzip ist er irgendwie Schmitter einem die ganze Zeit Honig ums Maul, um ehrlich zu sein. So, da haben wir es jetzt geschafft, haben quasi unser Ziel erreicht. Der Seher darf auch alleine laufen. Bevor er dann seinen Monolog beginnt, dürfen wir aber noch die Quest einlösen. Und dann kriegen wir noch ein paar hübsche Stiefelchen mit der Gegenstandsstufe 502, also wie im Schlachtzugspauser-Modus von Thron des Donners. Ja, da wird es also nicht nur spannend für Leute, die die Geschichte mögen bei dieser Questreihe, sondern auch für alle, die gerne oder hauptsächlich Items haben wollen. Denn für spielerisch extrem wenig Aufwand gibt es dann für den einen oder anderen wahrscheinlich doch hier ein ganz nettes Upgrade. Euch etwas lehren, doch stattdessen habt ihr mich etwas gelehrt. Wisst ihr, als ich jung war, war ich Kaiser. Das gesamte Reich um uns herum stand unter meinem Befehl. Ich bezwang meine Zweifel, meine Angst, meinen Zorn. All das begrub ich im Land. Doch an einem Laster hielt ich fest. Ein Schar habe ich nie besiegt. Den Stolz. Mein Stolz
hüllte dieses Land in Nebel. Ich dachte, wir seien besser als alle anderen. Ich dachte, wir könnten unsere eigenen Probleme lösen, doch 10.000 Jahre lang änderte sich nichts. Unsere vergrabenen Zweifel und Ängste stiegen aus dem Land auf und manifestierten sich, wann immer wir ihnen dazu Gelegenheit boten. Stolz. Er ist das heimtückischste Schar. Er ist gut, bis es des Guten zu viel wird. Und dann ist er gefährlicher als alle anderen Schar zusammen. Hütet euch vor Stolz. Seid demütig. Die Welt wird ins Chaos gestürzt. Alte Feinde müssen gemeinsame Sache machen. Hochmütige Völker müssen zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Es wird schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Nur gemeinsam können wir die Dunkelheit überwinden. Das Einzige, was uns im Wege steht, ist Stolz.